Hallöchen, ihr Lieben. Ja, der Schattenwolf meldet sich mal wieder aus dem Gleis. Nicht wundern, das Gleis ist gesperrt, gleich vorne weg, weil wir haben hinter uns einen Umbauzug drin, die bauen gerade das Gleis um. Ich wollte euch ja mal so ein bisschen was über meinen Job erzählen. Ja, heute meine Aufgabe, Maschinenwarnbediener vom Umbauzug. Das heißt, da ist von uns eine Maschinenwarnung drauf, geht die in Störung, muss ich da halt ran. Im Prinzip. Aber das Ding läuft zurzeit 1A durch. Ja, wir sind hier im verregneten Renningen. Wunderschöne Landschaft, muss man mal sagen, zeige ich euch gleich. Ich drehe mich mal so ein bisschen um und dort drüben oder dort hinten, das ist der Umbauzug. Da sind gerade die MFS-Wagen, sind sogenannte Bunkerwagen. Dort kommt der ganze dreckige Schotter, das ganze dreckige Material, was hier unter mir ist, kommt dort alles rein. Ja, ich bin eigentlich sonst so gekleidet wie in den Marksteintunnel. Das Einzige, was mir fehlt, ist mein Helm, Funkgeräte. Und ansonsten habe ich die gleichen Sachen an. Orange, Schutzschuhe, ja, und mein Bahnhandy. Falls was ist, dann kann mich der Bauüberwacher anrufen. Ja, dann haben wir im Nachbargleis, da wird gefahren. Streckengeschwindigkeit, ist eine Schutzlade drinne. Oh Gott, jetzt muss ich lügen. Ich weiß gar nicht, wie schnell die fahren dürfen. Ich glaube, 80 dürfen die hier nur fahren. Regulär fahren sie 120, runtergesetzt auf 80. Muss ich lügen? Ich glaube, 80 sind es. Müsste aber so sein. Ja, dann haben wir nebenan noch eine Rottenwarnanlage drin von uns. Das Ding macht richtig ganz viel Krach. Da hinten haben wir ein grünes Signal. Mal gucken, ob dann auch gleich ein Zug kommt. Aber das sind Blocksignale. Das heißt, sobald der Block frei ist, geht das automatisch auf grün. Werden wir ja sehen. Ja, wie gesagt, die Anlage funktioniert folgendermaßen. So ein bisschen umreißen kann ich es euch. Wie ihr seht, da stehen dann so schicke Warngeber. Die sind sehr laut. 126 dBA. Sollte man also nicht direkt davor stehen, weil ansonsten ist man taub. Dann haben wir da oben noch Lampen dran, damit auch optisch gewarnt wird. Nicht nur akustisch, denn sobald der Zug die Einschaltung einfährt, gibt es ein akustisches und optisches Signal. Das akustische Signal verstummt nach circa 15 bis 20 Sekunden, würde ich jetzt behaupten. Ob es denn so wirklich so stimmt, müsste ich nochmal meine Unterlagen nachgucken. So, hier haben wir dann die sogenannte Ausschaltung. Fährt der Zug drüber, dann schaltet sich die Anlage automatisch ab. Diesbezüglich haben wir natürlich auch noch zwei solche schönen Kästen im Gleis montiert an der Annäherungsstrecke. Die Annäherungsstrecke beginnt etwas weiter draußen, weil sie eine gewisse Geschwindigkeit fahren. Also braucht man auch eine gewisse Sicherheitszeit, dass wir das Gleis räumen können, wenn die Anlage angeht. Aus dem Grund ist die Einschaltung immer weiter draußen. Das können mal 800 Meter sein, das können mal 1200 Meter sein, es brauchen auch mal nur 400 Meter sein, je nachdem wie halt die Geschwindigkeit von der zugelassenen Strecke ist, also sprich wie schnell der Zug in die Baustelle reinfahren darf. Meistens ist es 80, gibt aber natürlich auch andere Baustellen, wo sie noch langsamer fahren müssen, beziehungsweise wo sie etwas schneller fahren dürfen, wie im Marksteintunnel durften sie ja dann 160 fahren mit eingebauter Schutzler. War aber auch der Gleisabstand größer zum Nachbargleis wie hier. So, das da vorne ist wie gesagt der Umbauzug. Ihr seht zurzeit nur die MFS-Wagen, die Bunkerwagen. Ich werde euch den Umbauzug gleich noch von der Seite zeigen. Auch noch ein paar Videos danach machen, die ich dann mit hochladen werde, euch dann zeigen, wie das ganze Ding funktioniert. Erklären kann ich es euch leider nicht, weil man versteht nichts. Wenn man wirklich neben dem Umbauzug steht, versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Deshalb haben die Kollegen vom den Umbauzug so Mickey-Mäuse auf mit Mikrofonen, damit die sich untereinander verständigen können, die wir natürlich nicht haben oder die wir halt als Sicherungspersonal so nicht brauchen. Die Oberleitung ist selbstverständlich abgeschaltet. Wie das funktioniert, habt ihr ja gesehen. Die Erdungsstangen sind etwas weiter draußen. Die müssten, ich glaube, am nächsten Masten sein, nächsten Kilometrierungsmast. Also nicht 18,6, was ihr hier vorne seht, sondern 200 Meter weiter.
Da können wir mal hinlaufen. Dann kann ich euch das mal am Tag zeigen, wie so eine Oberleitung geerdet wird. Ist ein beschissener Anfang. Also die Oberleitung wird normalerweise folgendermaßen geerdet. Ich erkläre es euch nochmal. Oberleitung, sprich da oben, kommt unser Erdungsseil ran und dann unten an die Erdungsschiene. Da muss man nochmal gucken, was die Erdungsschiene ist. Das sieht man dann, wo halt die Erdung vom Masten ranläuft. Das ist die Erdungsschiene. Dann haben wir noch eine Signalschiene. Wenn ich diese Signalschiene erde, dann fällt beim Fahrinsider alles auf Rot und dann kann er nichts mehr stellen. Ist mir persönlich auch schon passiert an der Anfangszeit. Hier haben wir schon die Erdung. Sehr schön. Bei 18,6 haben wir die Erdung. Bei solchen Umbauten, wenn die Umbauzüge reinfahren, dann erden wir am Masten, weil der Mast ist mit der Schiene geerdet. Von daher gibt es da keine Probleme. Weil wenn wir das an der Schiene erden würden, dann gibt es ein Problem mit dem Umbauzug, weil der würde uns die Erdung wegreißen. Und das wäre nicht im Sinne des Erfinders, sage ich mal. Ne? So, wie wir sehen, hier unten, da ist die Klemme dran am Masten. Und dann haben wir da oben, kann man sehen, ja, sieht man, da ist der Kopf von dem Erdungsseil dran, das geht ja rüber, ist dort drüben eingehakt und das Seil geht dann hier runter und somit ist die Oberleitung geerdet. Alles, was hinter der Erdung ist, sprich in diese Richtung, da ist eingeschaltet. Im Prinzip, es ist zwar abgeschaltet, aber für uns ist hier ab hier eingeschaltet. Das ist die Arbeitsgrenze sozusagen. Alles, was in die Richtung ist, ist spannungsfrei. Das heißt, da ist kein Strom mehr drauf, 0 Volt. Alles, was wir in die Richtung haben, da sind dann bis zu Restspannung, wie gesagt, schon beim ersten Video, Restspannung bis 7000 Volt drauf, kann verdammt wehtun. Da es natürlich regnet, haben wir jetzt noch ein anderes Problem. Da haben wir jetzt sogenannten Kriechstrom drauf. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt diesen hier mit drauf haben. Durch die Nässe weiß jeder, Wasser leitet Strom hervorragend. Ist ein sehr guter Leiter. Von daher haben wir da diesen Kriechstrom drauf. Und wir haben noch Induktionsspannung zur Oberleitung drauf. Und zwar von der da oben, dort rüber. Können wir auch noch Induktionsspannung drauf haben. Deshalb sollte man auch eine Oberleitung, die geerdet ist, niemals anfassen. Weil man kann sich nie sicher sein. Natürlich gibt es dann aber auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Jungs von der SPL, die erden sich immer doppelt und dreifach, damit sie dann wirklich sicher gehen können, dass da nichts drauf ist. So, das war zu den Erdungen. Umbauzug kommt dann auch gleich. Was gibt es sonst zu der Baustelle zu sagen? Wie gesagt, Warnung, haben wir eine Rottenwarnanlage plus einen Seitenläufer, der nochmal die Mitarbeiter nachwarnt, falls sie mal die Warnung nicht hören sollten. Ansonsten haben wir noch einen Bauüberwacher, Sicherungsaufsicht und die Bediener für diese Rottenwarnanlagen haben wir auch vor Ort. Ja, im Prinzip, sage ich mal, haben wir doch alle einen sehr verantwortungsvollen Job, weil unsere Aufgabe ist es dann halt die, ist es eigentlich immer die Mitarbeiter der Umbaufirmen zu schützen, damit diese halt nicht ins befahrene Gleis gehen. Halt heißt, die müssen sich auf uns zu 100% verlassen, dass die Rottenwarnanlage wirklich zu 100% funktioniert. Wir müssen uns aber auch auf die Jungs von der Umbaumaschine verlassen, dass sie auch wirklich das machen, was wir denen sagen. Weil nur so sind wir alle auf der sicheren Seite. Ja. Falls ihr übrigens Fragen haben solltet, könnt ihr mir das jederzeit unten in den Kommentaren reinposten. Falls euch der Job interessieren sollte, könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Ich schreibe euch dann, am besten schickt ihr mir dann irgendwie was für Facebook, dass ich euch da anschreiben kann, oder schickt mir eine E-Mail-Adresse, dann kann ich mich mit euch in Verbindung setzen. Man soll aber auch gleichzeitig zu dem Job dazu sagen, der ist sehr zeitintensiv. Das heißt, ihr seid mal so am Tag, ja, also eure Schichten können auch mal länger wie 9 Stunden oder 8 Stunden gehen, weil Baustellen sind halt teilweise groß, ne? Und ja, die Deutsche Bahn schläft halt nie. Das heißt, umgebaut wird immer, sei es Feiertage, sei es am Wochenende. Wir haben
nicht frei. Wir haben schon frei. Also unser Chef guckt natürlich auch drauf, dass wir uns auch Wochenende haben, beziehungsweise dass wir dann sozusagen Freizeitausgleich haben, weil man kann nicht 2 Monate durchgehend arbeiten oder 4 Wochen durchgehend arbeiten. Wir haben dann schon auch regelmäßig unseren Freizeitausgleich. Das heißt, Arbeitsschutzgesetz wird natürlich beachtet. Für uns haben wir Sonderregelungen, dadurch, dass wir ja halt, wie gesagt, auch mal länger wie 8 Stunden arbeiten müssen. Das lässt sich bei unserem Job leider nicht vermeiden. So, jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen die Landschaft von Renningen. Die sieht so aus. Ländlich. Das ist Renningen und Umgebung hier. Also Umgebung ist es gerade, ne? Also muss sagen, richtig schön. Noch Natur. Pur. Nur der Regen, der könnte so langsam mal abgestellt werden, weil ich glaube, das regnet jetzt schon seit 3 Wochen. Nicht ununterbrochen, aber immer wieder mal und irgendwann nervt es nur noch. Aber allzu viel Sonne ist auch nicht gesund. So 40 Grad brauche ich nicht. Für uns im Gleis ist das beste Wetter, muss man ehrlich sagen, 15 Grad, Sonne und kein Wind. Optimales Sipo-Sakra-Beginnerwetter. muss man ehrlich so sagen. Weil das sind dann wirklich angenehme Temperaturen. So, ich würde ja gerne warten, dass hier mal ein Zug kommt. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rüber. Wie genau unsere Anlage funktioniert, darf ich euch leider nicht sagen und auch nicht einzelne Komponenten direkt darf ich euch nicht zeigen. Ich darf euch auch nicht die Zentrale zeigen von dieser Anlage. Die Maschinenwarnung darf ich euch, das Komponent dafür darf ich euch nicht zeigen. Bitte habt dafür Verständnis, dass das unter Betriebsgeheimnis fällt, werde mich auch hüten, da irgendwas dann zu verbreiten. Was die Anlage, was die Warnung an und für sich angeht, die kann ich euch zeigen. Von den einzelnen Komponenten etwas weiter weg. Von hier hinten zum Beispiel. Weil das ist hier alles öffentlich. Selbstverständlich könnte ich euch auch die Anlage zeigen, weil die steht auch öffentlich da. Ich mache es aber nicht, weil ich halt, wie gesagt, keinen Ärger mit meinem Chef kriegen möchte. Und ich denke mal, ihr auch noch ein bisschen mehr von meinem Job sehen möchtet. Von daher bin ich da sehr bemüht zu gucken, dass auch alles so entspricht, dass mein Chef da nicht sauer werden kann. Weil wenn es um die Sicherheit geht, ne, da verstehen wir hier bei der Deutschen Bahn, verstehen wir da null Spaß und da gibt es auch wirklich null Toleranzen. Wie es eigentlich in jedem Job gibt, ich sag's mal so, wenn ich zum Beispiel Bäcker bin, da gibt es mit Sicherheit auch Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Wenn da aber was schief gehen sollte, wie zum Beispiel da kippt mal irgendeine Flasche Kakao um oder Mehlsack fällt mir um, das kann man wegmachen. So. Wenn jetzt hier jemand vom Zug überfahren wird, weil die Rottenwarnanlage nicht funktioniert, da haben wir keinen Reset-Knopf, wo man dann sagen kann, von neu anfangen. Das funktioniert hier nicht. Das heißt, dieser Mitarbeiter, so krass es sich anhört, ist dann tot. Und dann müssen wir als Sicherungspersonal mit unserem Arsch dafür gerade stehen. Und ich glaube, das möchte von uns keiner, irgendeinen Toten auf einer Baustelle. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gehabt, möchte ihn auch nicht haben. Bei mir läuft, wie gesagt, alles streng nach Vorschrift. Da gibt es kein Wenn und da gibt es auch kein Aber. Jo. Zugmäßig sieht es ein bisschen mau aus. Aus dem Grund gucke ich mal, dass wir hier hochkommen auf den Berg, der hier hinter uns ist. Dann kann ich euch so erstmal von Weitem den Umbauzug zeigen. Ich werde das mal so hinhalten, damit wir nicht direkt da vorne sehen, was hier so schick steht. Wer sich allerdings für die Technik interessiert, das darf ich euch sagen, weil diese Firma gibt es im Internet. Diese Firma nennt sich Zöllner, baut für Schiffe Signalhörner. Sprich, diese großen Hörner, wenn bei einem Schiff, die bauen sie. Dann haben sie sich aber nach einigen Jahren auf diese Rottenwarnanlagen konzentriert, die sie jetzt mitbauen. Ja, und diese Anlagen, kann ich euch schon sagen, sind nicht gerade billig. Also die kosten teuer Geld. Von daher müssen wir halt aufpassen, dass wir mit dem Material sorgfältig umgehen.
So, wir schwenken mal zurück. Wenn wir an den Einhorni noch vorbei sind, dann zeige ich euch mal so einen MFS-Wagen. Und wir haben hier übrigens sehr viele Schnecken. Da, guck mal, unsere Besucher auf der Baustelle, die wir hier so haben. Weil es halt regnet halt viel, ist feucht und dann kommen die halt raus. Ne? Muss man halt mal ab und zu mal aufpassen, wo man hintritt, weil es sind Weinbergschnecken. Und Weinbergschnecken stehen unter Naturschutz. Ja, so ihr Lieben, ich muss aber gucken, dass ich die Firma mit ausblende. Das heißt, wir gucken mal, ja, machen wir mal so runter. So hat man es gerade kurz gesehen, aber egal. Wie gesagt, da haben wir hier so, das ist so ein MFS-Wagen. Ach, scheiß auf die Firma, das ist Werbung für die. Plasser und Teurer, das sind die Hersteller dieser Baumaschinen. Sitz in Österreich, bauen nicht nur diese Umbauzüge, bauen auch Stopfmaschinen und die sogenannten Schotterflüge. Weltweit werden die eingesetzt, haben ein Patent drauf, das heißt, man kann jetzt nicht so einfach hingehen und sagen, cool, baue ich nach, geht nicht. Müsst ihr euch an die Firma wenden und ich glaube nicht, dass die das Patent rausrücken, im Leben nicht. Wären sie ja im Prinzip schön doof, ne? So, hier haben wir, wie gesagt, das ist so ein MFS-Wagen, ist ein Bunkerwagen, wo das ganze Abraum raufgeladen wird. Und dann gehen wir mal weiter nach vorne und jetzt dürft ihr euch nicht wundern, wenn ich ruhig bin, weil gleich versteht man mich dann nämlich nicht mehr. Wir laufen mal den kompletten Zug durch, damit ihr mal seht, wie lang das Ding ist. So, ne, wir müssen gleich wieder aus dem Gleis raus. Da vorne kommt gleich ein Zug, der hat jetzt Signal. Wir laufen mal trotzdem ein bisschen lang. Solange kein Signal ist, dürfen wir hier ins Gleis. Oh. Stehen wir erstmal draußen und warten auf den Zug, der hier vorbeifährt. Müsste irgendwann bekommen. Beginnt der eigentliche Umbauzug hier vorne an der Maschine. Das ist eine sogenannte Bettungsreinigungsmaschine. Das heißt, sie sortiert den verschmutzten Schotter, wäscht den verschmutzten Schotter und wird der ganze Dreck aussortiert.
So, hier steht es auch. Das ist die sogenannte Recycling-Schotterwaschanlage. So, das war unser akustisches Signal. Und da sehen wir auch noch das Optische auf der Maschine und auf der Seite von unserer Rottweilanlage. Und da hinten kommt der Zug angefahren. Mitarbeiter sind jetzt alle im sicheren Bereich, so dass der Zug passieren kann und die Leute gefahrlos den Zug auch abwarten können, bis der dann durch die Baustelle durch ist. Es ist ein herrliches Wetter, sage ich euch. Es fängt hier immer mehr an zu regnen. Boah, ist ja eklig. Wenn dann Zug an uns vorbeifährt, dann heben wir immer den Arm, damit der Triebfahrzeugführer weiß, dass wir den Zug gesehen haben. Und er nicht Angst haben muss, dass wir dann halt vor dem Zug springen. So. Solange die Warnanlage in Betrieb ist, dürfen wir das Gleis nicht betreten. Jetzt ist die Warnung wieder aus. Jetzt dürfen wir auch das Gleis betreten. So. Laut hier vorne, was ihr da seht, da wird das Gleis angehoben mit dem sogenannten Maulwurf. Der frisst jetzt unten den Schotter weg, das heißt, der wird rausgefräst. Die PSA wird rausgeholt, das heißt, hier unten ist noch Sand, der wird auch rausgeholt und erneuert. Und wie ihr seht, da ist ziemlich Kraft, steckt viel Kraft dahinter. Und es ist verdammt laut, wir können ja mal hingehen.
So. Und im Prinzip ist dann jedes Gleis zu Ende umgebaut. Da muss dann noch hinterher gestopft werden. Da kommen zwei extra Maschinen, aber da bin ich, glaube ich, nicht mehr damit dabei. So, die Dinger, die ihr um Rumpf seht. Doch, hier, da wird gestoppt. Das, der hat eine Stopfmaschine integriert in dem Umbauzug. Seht ihr gleich, wie das funktioniert. Zu den Dingern, die da oben rumflitzen, sage ich gleich noch mal was. Haben wir den sogenannten Schotterflug, der dann alles wieder ordentlich einplaniert. So sieht es vorher aus und so sieht es dann hinterher aus. Schön wieder sauberes Gleis. Wunderbar. Diese Wagen, die hier oben rumflitzen, die versorgen sozusagen den ganzen Zug mit Material. Das ist hier in diesen Behältern drin, wie zum Beispiel die PSA, Schotter, falls nötig. Und ja. Abstellen, vollen holen. Zack, aufgenommen und wieder zurück zur Maschine. Da kommt der andere. Die müssen Hand in Hand arbeiten. Ja, jetzt haben wir dann hier hinten nur noch dieses ganze Versorgungsmaterial, wie gesagt, für den Umbauzug. Und dort hinten ist dann die Lok. Ja, und ansonsten gibt es zu der Baustelle jetzt nichts mehr zu sagen. Wir laufen jetzt noch vor. So, jetzt muss ich mal gucken, der Umbauzug hat vorne bei, der ist jetzt bei 19.0. So, 19.0, hier haben wir 19.4, 19.6, also der Zug ist knapp 600 Meter lang, knapp 700 Meter lang ungefähr. Also er hat eine ordentliche Länge und wenn der Zug steht, dann wird es richtig teuer. So, alle wieder aus dem Gleis raus, Zugwarnung. Ich würde sagen, wir beenden dann damit das Video. Ich werde euch dann, wie gesagt,
unten in der Videobeschreibung noch ein bisschen was reinsetzen. Wer sich, wie gesagt, für den Job interessiert, sei es als Sicherungspersonal für solche Baustellen oder auch für Maschinisten, Bediener solcher großen Umbauzüge, kann sich gerne bei mir melden. Bekommt ja einige Adressen von mir, wo er sich dann gerne mal umschauen oder bewerben kann. Es sei aber gleich gesagt, ihr müsst als erstes, bevor ihr diesen Job anfangt, zum einen sogenannten Bahnarzt und einem psychologischen Test. Diese sind nicht so ohne weiteres zu bestehen, also die haben es wirklich in sich, scheitern so die meisten dran. Und danach solltet ihr diese Tests bestanden haben, könnt ihr dann die Ausbildungen machen, Lehrgänge machen und dann könnt ihr entweder bei uns arbeiten, bei der Firma Eurepool oder Switelski oder wie heißen sie alle, SPL, Züricher und ach, da gibt es so viele Umbaufirmen für solche Baustellen. Kommen noch einige. Wie gesagt, ich wünsche euch dann einen schönen Tag und wir sehen uns dann auf der nächsten Baustelle wieder. Falls es eine andere sein sollte. Baustellen, die sich wiederholen, werde ich natürlich jetzt nicht nochmal neu aufnehmen. Es sei denn, da gibt es explizit andere Baumaschinen bzw. andere Geräte. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich sage Tschüss von der verregneten Baustelle in Renningen. Bis dann. Goodbye.